Jim Ross gab in seinem Blog bekannt, dass er an der Seite von Nigel McGuinness die Kommentararbeiten für die aufgezeichneten UK-Shows übernehmen wird. Die WWE UK-Shows sollen noch in diesem Monat exklusiv auf dem Network erscheinen. Die WWE wird im November erneut eine Europatour veranstalten und 4 Shows in Deutschland abhalten. So wird man am 8. November in Dortmund, am 9. November in Leipzig, am 10. November in Hamburg und am 11. November in Mannheim mit dem Raw-Roster auftreten. Stephanie McMahon war seit WrestleMania kein Teil der Shows. So soll sich die Tochter von Vince eine Auszeit für ihre Familie genommen haben. Es wird allerdings erwartet, dass diese kleine Pause nun beendet sei und sie in den kommenden Wochen wieder vor die TV-Kameras zurückkehren wird. Aufgrund der Europatour hielt die WWE ein Tryout in England ab. Dabei stehen auch 3 deutsche Wrestler unter der Beobachtung des Marktführers. Hierbei handelt es sich um Juvenile X, TKO und Marius Al-Ani. Braun Strowman hat sich laut ProWrestlingSheet.com eine Verletzung am Ellenbogen zugezogen und wird voraussichtlich für 1-2 Monate ausfallen. Dies würde bedeuten, dass er Extreme Rules und vermutlich auch das Great Balls of Fire Event verpassen wird. Gegenwärtig arbeitet das Creative Team an neuen Plänen für die anstehenden Wochen.